Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass die kalte Jahreszeit endgültig das Regime übernommen hat, das sehen wir an diesen Bildern hier hinter mir und an den Backzutaten, die in der Werbung jetzt wieder mehr Platz bekommen. Auch das Magazin, das diese Woche mit der Coop-Zeitung verteilt wird, ist im Thema Bachen gewidmet und empfiehlt mit einer Reihe von lustigen Rezepten den vermehrten Gebrauch vom Backofen. Dass es beim Backen aber nicht immer nur süß muss zu und her gehen, das zeigt uns heute der Andy. Richtig, heute machen wir ein Ragout im Blätterteig. Grüß dich miteinander. Bevor es aber so weit ist, darf ich wie gewohnt einen Gast begrüßen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Marianne Gattommen. Hey Baby! Hallo Marianne. Marianne, wenn man den Grand Prix des volkstümlichen Schlagers gewonnen hat, da wird man ja auf einen Schlag bekannt. Hat der Erfolg dein Leben verändert? Ja, und wie? Ich habe natürlich nach dem Sieg wahnsinnig viele Anfragen gekriegt für Live-Auftritte und habe auch tolle Einladungen gekriegt für Fernsehsendungen. Und das freut einem natürlich sehr. Weil ich gehört habe, dass du auch gerne kochst, vertraue ich dir jetzt im Andy an. Und wir freuen uns natürlich auf das feine Rezept, das ihr uns werden kochen. Das Kalbfleisch im Erdnussöl kräftig anbraten, dann rausnehmen. Sali Marianne, ciao, schön, dass du da bist. Freue mich auch. In Brotbutter in ein Trübli. Ja. Zwiebeln. Den Knoblauch. Und den Stangensellerie schön andämpfen. Das Ganze mit Weisswein und Bouillon ablöschen. Dann das Fleisch wieder dazugeben. Würzen. Und dann zudecken, während einer Stunde schmoren. Während dieser Zeit eine Springform mit Blätterteig auslecken. Gut einstechen. Und mit Kirschensteinen oder Hülsenfrüchten beschweren. Mit dem zweiten Teig einen Deckel schneiden, so gross wie die Springform ist, mit den Teigresten schön ausgarnieren und mit Ei anstreichen. Jetzt die Form und den Deckel im vorgeheizten Ofen ca. 15 bis 20 Minuten blind backen. Wenn die Füllung so weit ist, Soße halb rahm dazugeben, lassen aufkochen und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann das Ragu in die vorbereitete Teigform einfüllen, mit Peterli bestreuen, den Deckel draufsetzen und sofort servieren. Das Rezept steht wie immer in der Coop-Zeitung. Einen guten und viel Spass beim Ausprobieren. Vielen Dank, Marianne und Andy. Dann kommen wir jetzt zum Superspiel. Die Zuschauer hier im Studio haben ihre Karten schon ausgefüllt und ich bitte Marianne, eine zu ziehen. Das richtige Lösungswort, das ich hier natürlich nicht verraten durfte, herausgefunden und einen Gutschein für 10'000 Superpunkte gewonnen hat, Frau Jasmin Müller. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Mit diesem Gutschein können Sie sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Dankeschön. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, Marianne, mit der Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Kommen. Auch Sie daheim können noch mitmachen an der neuen Runde vom Supercard-Spiel. Einfach die Karten im Laden oder den Coupons der Coop-Zeitung ausfüllen und uns bis am 16. November zurückschicken. Haselnüsse und Mandeln gehören zu den wichtigsten Zutaten, die man zum Backen braucht. Neben Baumnüssen, Sultaninen, Mehl und Zucker bekommen Sie die harten Kerne mit der weichen Schale bei uns jetzt zum Aktionspreis. Die Heimat der kalifornischen Mandeln ist das fruchtbare Central Valley in der Sierra Nevada. Im Frühling verwandeln die kilometerlangen Baumreihen das Tal in ein weißes Blütenmeer. Botanisch gesehen gehört Mandeln zum Steinobst und kommt ursprünglich aus Vorder- und Zentralasien. Von dort hat sie sich über Griechenland und Nordafrika auf der ganzen westlichen Halbkugel verteilt. Auch die Haselnüsse, die wir zum Backen brauchen, kommen zum grössten Teil aus Vorderasien, nämlich aus der Türkei. Die besten Haselnüsse wachsen in den Schwarzmeerregionen, wo sie wegen Klima und der geografischen Lage ideale Bedingungen vorfinden. Jedes Jahr werden in der Türkei 500.000 bis 600.000 Tonnen Haselnüsse produziert, sortiert und in die ganze Welt verschickt. Haselnüsse werden auch als Lieferant von wertvollen, ungesättigten Fettsäuren geschätzt und sie sind wie die Mandeln reich an Kalzium, Eisen und Vitamin E.
Und zum Schluss noch der Wochenhit aus dem Coop-Restaurant. Pangasius-Filet im Teig an Tartarsauce mit Salzherdöpfel für 10.50 Franken. Das war's für heute aus dem Coop-Studio. In einer Woche ist bei uns unter anderem die amtierende Weltmeisterin im Zweierbob zu Gast. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.